Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. So, Herz-Ede-Ball-Freunde. Jetzt bin ich im Hotelzimmer. Sieht immer ein bisschen komisch aus. Gerötete Backen. Ein Kilometer gelaufen vom Bahnhof ins Hotel. Das ist schon manchmal zu viel für mich, ja. Herz-Ede-Ball am Sonntag. Und ich wollte euch mal ganz kurz zeigen, wie leer die Hotels in München sind derzeit. So sieht das aus. So, Freunde von Herz-Ede-Ball. Kurz nach 21 Uhr. Ziel erreicht, München. Hier werde ich jetzt übernachten. 553. Maritim. Ich habe gerade schon das Licht angemacht. Werde noch ein bisschen jetzt Fernsehen und ja unseren gemeinsamen Podcast machen. Mein Gott, ist das romantisch. Und jetzt bin ich eben halt in dem Zimmer, das ich gerade von draußen gezeigt habe. Im Zug war es auch schön leer. Also ein Mensch im Großraumabteil neben mir. Hallo liebe herzliche Wahlfreunde, das ist die Ausgabe für Sonntag. Ich bin unterwegs im ICE und normalerweise sind die Züge nach München voller am vollsten. Aber so sieht es heute aus. Zwischenstation Stuttgart. Also es ist schon komisch, in diesen Tagen zu reisen. Man muss auch unterschreiben, dass man beruflich unterwegs bin. Bin ich ja. Ich kann es ja belegen. Ja, die Dortmunder 3-2 gewonnen. Es war mal wieder so, Quatsch, die Dortmunder 3-2 gewonnen. Es ist so ein Durcheinander. Die Bayern 3-2 gewonnen, aber man merkt, er ist erschöpft, der ältere Herr. Und es war ein gutes Spiel, habe ich gelesen. Ein herausragendes Spiel. Es möge nicht aufhören, hat irgendwie einer im Live-Ticker geschrieben. Und Martin Ernst, mein Produzent dieses Podcasts, der hat mir zwischendurch immer erhellende Nachrichten geschickt, wie brrr. Oder Mist, da war das Tor für Dortmund gefallen. Dann Alaba, ausgerechnet Alaba, 1-1. Und am Ende, ich hatte es ihm prophezeit, werden die Bayern sowieso gewinnen. Und so war es dann auch 3-2. Mehrfach der Videobeweis und Martin war dann der Meinung, naja, so schlecht ist das ja gar nicht, das gleicht sich immer wieder mal aus. Ich bin der Meinung, es nervt unendlich. Macht das Spiel irgendwie kaputt. Lass doch ein paar Fehlentscheidungen drin. Mein Gott, ich habe 50 Jahre damit gelebt. So, und Schalke 2-2 in Mainz. Auch da zweimal der Videobeweis. Da lese ich dann hier wieder ganz erbost von Schalkern. Boah, Betrug und der Kölner Keller ist ja gar kein Keller. Greift da ein. Stellt euch das andersrum vor, diese Situation. Hättet ihr auch den Elfmeter genommen und ihr hättet das Eingreifen gefordert. Klar, so subjektiv ist nun mal Fußball. Ich war unterwegs in Stuttgart und habe zwei ganz kurze Einblicke in mein berufliches Leben mitgebracht. Es ist erschütternd, immer noch, wenn man da im Stadion ist und es ist eigentlich keiner da. Die ewig gleichen Bilder in diesen Tagen. Stuttgart gegen Frankfurt und ein leeres Stadion. Spieler machen sich warm und da hinten steht TV-Gelder endlich fair verteilen. Oh, die wollen, dass die Reporter und die Moderatoren mehr Geld verdienen. Riesenidee. So, das war der Einblick ins Stadion und dann wollte ich euch mal zeigen, in der Halbzeit, dann sind ja diese Treppen, die ihr gleich sehen werdet, voll von Menschen, die da zur Toilette rennen oder sich ein Würstchen holen. Ich musste auch mal zur Toilette in der Pause und alles Menschen leer. Auch das zeige ich euch nochmal. So, der Moderator war noch schnell zur Toilette und hat es jetzt ganz leicht zurück auf seinen Observerplatz, so nennt man das, auf seinen Beobachtungsplatz zu kommen. 2-0 für Stuttgart zur Pause, völlig verdient. So, es wird Zeit, dass wir diese Pandemie in den Griff bekommen. Jetzt, wo Amerika einen neuen Präsidenten hat, wahrscheinlich jedenfalls, bin ich doch mal guter Dinge, dass sich irgendwann alles zum Besseren wendet. Ich bin mir da ziemlich sicher. So, was hab ich mir denn nur aufgeschrieben hier? Eigentlich nicht so viel. Videobeweis in Leipzig, darüber habe ich schon gesprochen, dass ich es blöd finde. Dann habe ich viel Post bekommen, Vorschläge auch mit der Corona-Uhr in meinem Büro in der Voreifel. Und dann noch eine interessante Geschichte, da ging es um eine Hochzeit und um eine alte Frage. Und ein User hat mir das geschrieben, ein ständiger Hörer hier von Herz, Seele, Ball. Das kommt dann alles
Anfang nächster Woche. So, und Wilhelm wartet auf seine 50 Jahre Frauengeschichte. Die kommt auch, Wilhelm. Ich verspreche es, heiß und innig. Und seid mir nicht böse, wenn ich heute ein bisschen kurz angebunden war und bin. Muss ins Bett, muss mir jetzt noch gerade die Höhepunkte angucken von Dortmund gegen die Bayern. Und dann morgen früh noch ein bisschen Doppelpass. Und dann geht's rüber in die Studios von Sky. Jan Regensburg gegen den VfL Osnabrück wartet da noch auf mich. Wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Tschüss, euer Uli. Herz, Seele, Ball kommt morgen wieder. Und Uli kann sich jetzt wieder hinlegen.